So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Dragon Ball Z Budokai. Nun bestreiten wir die ersten Weltkämpfe und natürlich auf Anfänger. Bereits zum Aufwärmen, ab dem zweiten Platz werden Preise vergeben. Viel Glück, insgesamt 3 Kämpfe. Und da bestreiten 8 Kämpfer. Ja, da fangen wir mal an. Gegen Captain Ginyu. Ja, natürlich, so Goku-Outfit. So. So, hab ihn rausbefördert. Eigentlich wollte ich die Charaktere besiegen. Die Bedingungen sind einfach. Entweder man besiegt den Charakter oder man wirft sie aus dem Ring raus. Oh, gegen Krillin. Da wird noch viel lachen. So, jetzt bin ich Frieza. Na super. Na, der hat mich rausgeworfen. Das gibt's nicht! Da stehe ich wie immer so dumm an. Ich will unbedingt der Champion sein. Gut, dann kämpft halt gegen Vegeta. So, einmal Meteoriten. Crash. Ach. Verdammt! Hier nochmal Meteoriten-Crash! So, Frieza-Albtraum. Ausgerechnet gegen Vegeta mit Super Saiyajin Form. Warum wird es nicht klappen? Also der Super Kopo klappt nur mit Todesstrahl. Ja.
Und jetzt zu Cyborg Nummer 18. Aber cooles Bild. Ah ja, die muss ja wieder vorlegen. So, Meteoriten Crash. So, nimm den Todesball. Bitteschön. Zum Killerball. So, Freezers Albtraum. Yeah. Na geht doch. Nur noch Team Gohan. Ich hoffe, ich gewinne jetzt. Das war mir jetzt schon peinlich genug. So, da verwandeln wir uns wieder in endgültige Form. Und Meteoriten Crash. Weil ich brauche ja Geld. Und die japanische Währung ist ja Zenny. Gohan, du hast so gut wie verloren. Todesball! So, das war's. Juhu! So, wie viel bekommen wir? 10.000 Zenny! Ja, die 5.000 habe ich davor schon gewonnen. Also der Zweitplatzierte bekommt ja die Hälfte des Preises. So, da wir nun Geld haben, können wir bei Mr. Popo einkaufen. Und er empfiehlt mir einen Wettkampf für fortgeschrittene Anfänger. Ja, nehme ich doch. Gern. Monsterform. Das ist, glaube ich, für Zabon. Aber das brauche ich nicht. So, da gehen wir zurück. Und machen nun den fortgeschrittenen Anfänger. Wo es jetzt insgesamt 4 Kämpfe gibt. Alle Teilnehmer am Kampf für fortgeschrittene Anfänger, seid ihr fertig mit der Vorbereitung eurer Skills?
Nö, ich noch nicht, nö. Ja, dafür nehmen auch mehrere Kämpfer teil. Diesmal sind's... Kämpfer. Ausgehend gegen Cell. Für mich persönlich der stärkste Charakter in dem Spiel. Und am einfachsten umzugehen. Der kann noch transformieren. Das ist gerade das Geile. Was? Ich hab nur Super Saiyajin? Und wenigstens habe ich Meteoritenflash. Vielleicht habe ich Final Flash. Na also, damit bin ich zufrieden. Tabelle sah vor dem ersten Kampf anders aus. So, ich will mich erstmal in Super Saiyajin verwandeln. Und dann Final Flash einsetzen. Final Flash. Also da ist Vegeta overpowered. So, Absolut Crash. Finale Bash! Und dann Kelly Cannon zum Abschluss. So, nun kommen wir gegen Nappa, den Vegeta höchstpersönlich erledigt hat. Und dann noch mit seinem Chin-Outfit. Der lässt mir nicht mal die Zeit zum Transformieren oder sonst was. Auch von Schwierigkeitsgrad hat sich kaum verändert. Bloß sind halt mehrere Kämpfe. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Final Flash! Ja.
Also da werden sie richtig aggressiv und versuchen mit Abwehrbrecher und Konter mich rauszuwerfen. So, nur noch C17. Final Flash! So, ein Kelly Cannon. Na toll! Der wirft mich zweimal hinunter. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass Finaler Bash einsetzen kann. So dumm ist er wirklich nicht. Aber Gott sei Dank habe ich noch gewonnen. Jawohl, ich bin wieder Champion. Je schwerer der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Preisgeld. Oh, 41.000. Oh, jetzt haben wir Mr. Satan freigeschaltet. Ganz so plötzlich. Oh, das ist doch eine nette Belohnung. So, nun kaufen wir wieder bei Popo ein. Ich meine Mr. Popo. Was empfiehlt er mir diesmal? Wettkampf für Fortgeschrittene. Ja, speichern. Mr. Satan als Legende? Legende ist Mr. Satan wird spielbar. Aber das kann man nur kaufen, wenn man ihn freigeschaltet hat. Power Blitz Nummer 17. Ich weiß schon, dass er mir auch Dragon Balls verkaufen kann. Wie wollte man sonst sie dem Spiel erwerben? Auf das bin ich scharf. Aber es kann lange dauern, bis man den Dragon Ball bekommt. Da muss man immer rausgehen und wieder rein. Da werden mir immer jedes Mal ein anderes Kapsel empfohlen. Aber ich sehe, dass es keinen Sinn macht. Deshalb machen wir im nächsten Part den fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrad. Ciao!